Armschienen. Genau. Potion auf Full Mana ist ja toll, aber. Weil du ja als Magier so viel Mana brauchst. Genau. Schön finde ich auch, dass hier sehr viele Gegner magieresistent sind. Da hast du als Magier. Ja, das Town Portal. Toll. So fit ist er wieder ständig. Ab nach Level 11 mal wieder. Oh, dieser lange Weg nervt. Können wir nicht einfach ein Loch bohren und da ein Seil runterlassen oder sowas? Nö, dafür gibt es ja Teleporter, ne? Aber wenn ich mir die Maps so anschaue, könnten das auch tolle Fallout-Maps sein. Ich rede hier übrigens von Fallout 1 und 2, für den Fall, dass jetzt jemand fragt. Nicht von Fallout 3? Nein, der war scheiße. Das war auch kein Fallout mehr. Ich hab's letztens mal wieder angespielt mit Patches und so und Mods und es war irgendwie immer noch scheiße. Ich konnte mich nicht begeistern, lange zu spielen, bevor ich es wieder deinstalliert habe. Hat sich voll gelohnt. Aber du machst trotzdem Let's Play davon, oder? Ich fange erstmal mit Fallout 1 an, wenn überhaupt. Ne? Hörst du auf, dich zu heilen, du scheiß Misty? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Verdammt, bleib da! Du Sohn deiner Eltern, komm her! Wo ist es hin? Boah, komm her! Ja, schon wieder so ein dicker Gegner, ey. Oh, ein unique Item. Rusty Mirror absorbs 33% Ranger Damage. Was haben die mit ihrem scheiß Ranger Damage? Resist All plus 22%, 8 Damage plus 8 Damage von Enemies. Besser die Crazy Level. Wow, ich hab 85% Lightning Resistenz mit dem Ding. Mhm. Könnte. Ja, ab und zu mal ganz nützlich sein, ne? DFE geht sau runter, Damage geht sau runter. Ich weiß nicht, für den meisten. Du hast doch genug Damage. Danach habe ich halt nur noch irgendwie so die Hälfte, ne? Ja. Und wahrscheinlich immer noch mehr als ich habe dann. Ich habe dann 60 bis 72. Ich habe Heiltränke gefunden, toll. Ich wünschte, ich könnte Fallen legen oder so. Kann ich auch nicht. Falsches Spiel. Im zweiten und dritten Teil kann man Fallen legen. Sag ich doch, falsches Spiel. Ein Ring, oh. Ein Ring, sie alle zu knechten. Was ist denn das für ein Ring? Nicht identifiziert, viel Magie braucht. Alter, scheiße. Okay, jetzt soll ich vielleicht doch das Schild anlegen. Ah, scheiße, gar nicht auf meine Energie geachtet. Scheiße. Wir sind tot. Ich hab nicht auf meine Energie geachtet, das war der Fehler. What ails you, my friend? Dumm gelaufen. Naja, kostet ja nichts. Er liegt auf Telekinese, was macht das denn? Die Chinese. Greetings! Ich verkaufe erstmal das Schild, das ich zwar gebrauchen könnte gegen diese ganzen Fernkämpfer, aber pff, Details. So, und weil ich jetzt keinen Bock mehr habe, da wieder runterzulaufen. Hello, good friend. Tschüss, Telekinese, Mana, Traumbotal halten wir. Geh ich die Hölle und töte da einen Gegner und geh wieder raus. Töte einen Gegner, geh wieder raus. Mm-hmm.
Ich hab sogar mehr richtig. Level 7 finde ich nicht. Was? Naja. Irgendwann muss der Eingang zu Level 7 ja mal kommen, ne? Mach mal keinen Stress. Und wieder so eine Wanderers-Klog, ey. Geh doch in die Stadt, du! Hallo, du sollst wieder hochgehen in die Stadt, verdammt! Hallo, geh! Doch da hoch! Nein! Bleib unten! Sie geht nicht mehr hoch! Was so? Bin ich geschoben. Ey, wieso geht die da nicht mehr hoch jetzt? Was soll denn der Scheiß? Schon wieder 220 verfeuert. Nein, jetzt sind es 216. Weil ich zwei Level weiter unten bin. Ja, jetzt. Bist du schon wieder weg? Ja, warum? Ich hab hier so einen Ring, den kann ich auch beim anderen identifizieren. Der macht das ja auch. Ich kann gleich wieder rauskommen, das ist kein Ding. Zu spät. Jetzt ist sie wieder rausgegangen, obwohl ich auch. Mana plus 26, könnte ich eigentlich gerade gebrauchen. Ja, Müll. Es ist sehr viel praktischer, wenn ich nach Level 14 gehe. Ist doch 14. Ja, nein, 13. Da ist der Heiler viel näher. Ich brauche ja nicht Mana, ich brauche ja Magie. Ich hab Holy Water gefunden, was macht denn das denn hier? Baron Sludge. Ich hab's jetzt mit Adligen zu tun, ne? Ich bin was ganz Fremdes. Eine Lederarmor. Hoffentlich taugt hier was. Life End Mana. Oh. Super, das Ding ist ja schlechter als das, was ich schon habe. Oh nein, DFE geht doch weiter. Willst du anderes Klug, Amor 43, sonst nix? Ich weiß nicht, das hier macht. Also mit dem Ding habe ich minus 20 DFE jetzt. Klingt doch ganz gut. Ja, ich glaube, da kann dein Ding einpacken. Okay. Verkauft. Oh, hier liegt ein Blutschein. Kann ich da nicht mal daraus trinken? Wo ist denn mein Gebieter Baal? Diablo. Ne? Komme ich jetzt auf Baal? Das ist das völlig falsche Spiel. Der kommt da erst im zweiten Teil. Keine Ahnung. Doch. Baal gibt's im zweiten Teil. Aber nur mit Add-on. Ich bin übermächtig, deswegen laufe ich in Ebene 13 rum, weil ich... Heilige Scheiße! Was ist das denn für ein Zeug? Was denn? Keine Ahnung, es macht mir auf jeden Fall sau wenig Damage irgendwie. Wow, die machen mir irgendwie 2 Damage mit ihren Zaubern hier in Level 14. Ich glaube, dieses minus 20 DFE bringt's voll. Aha. Ich sollte mir auch mal DFE aneignen. Okay, bei der Menge ist es dann doch nicht mehr so ganz gut. Muss ich mal zurückziehen. Naja, das ist, glaube ich, Damage dann einfach minus. Sowas ist immer überpowered. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, als würde ich Spellforce spielen. Da bin ich inzwischen ähnlich überpowered. Okay. Ihr habt keine Chance, denn ich kann immer wieder in die Stadt gehen und mich heilen. Das dauert keine Minute. Und ihr könnt das nicht. Naja, lieber überpowered als unterpowered, ne? Sag ich mal. Du weißt, wovon du redest, ne? Ja, so ungefähr. Ich kenn mich da aus.
Er hat da praktische Erfahrung gesammelt mit dem Unterpowered sein. Beholder! Das Eye of the Beholder ist doch ein ganz anderes Spiel schon wieder. Haben wir ja voll geklaut. Ich hab's gefunden. Oh, Opius the Doom Maze. Ich spiele hier kein Doom. Ich muss sterben. Du kannst nicht ewig weglaufen, also hör auf. Stirb wie ein merkwürdiges Wesen, das du bist. Ein Bengel. Was auch immer ein Bengel ist. Ich glaube, theoretisch müsst ihr das, glaube ich, alles wissen. Plus 6 zu all. Okay. Auch keine Hilfe mehr. Change to hit minus 18, fastest hit recovery, absorbs 33% range damage. Ich absorb schon das, okay. Naja, das lohnt sich nicht. Willst du so einen Ring plus 6 auf alle Attribute? Könnte ich gebrauchen, ja. Okay, ich komme mal wieder hoch. Bin ich denn? Da bin ich. Da geht's zu Town. Warte, ich komme da auch gleich mal hin. In the hell? Nee, nee, da nicht. Was hast du denn gegen the hell? Werf das Ding jetzt hier einfach mal in den Brunnen. Nein! Greetings! Kann doch nicht schwimmen. Ja, der Brunnen ist ja auch so tief, ne? Ja. Der ist ungefähr, ja, bis zu meinen Füßen. Kommst du auch mit in das the hell? Das weißt du nicht. Down to hell. So, ein cooler Ring. Ich kann ihn irgendwie nicht wirklich gebrauchen. Ich meine vom Aussehen her. Boah, noch mehr von den Slayer. Hey. Oh, der verbrennt lustig. Cool ist das, oder? Ich hasse euch. Ich muss immer erst hinlaufen, ihr lauft weg und dadurch wird das Ganze nicht nervig. Hört doch mal auf hier. Wir haben doch nur lächerliche 270. Schnauze jetzt. So, Fässer. Was zur Hölle? Geh denn da schon wieder ab? Ich liebe es, wenn einfach mal so 2 Milliarden Gegner auftauchen. Ich bin gleich wieder tot, deswegen geh ich mal weg. Willst du 18 Decks? Ein Ring mit 18 Decks? Glaub nicht, ne? Nein, nicht wirklich. Ich will einen Ring mit 100% Ranged Damage absorben. What ails you, my friend? Den könnte ich jetzt gut gebrauchen. Miau. Alter, hier stehen 2 Milliarden Gegner. Und die Hälfte davon kann fliehen, das ist so das Hauptproblem. Kann fliehen, ja. Flieh, ich meine nicht. Die können sehr theoretisch fliehen. Ich würde es gerne, dass du diesen Ring hier aufnimmst. Danke. Und dann up to town gehst. Vielleicht taucht dieser Ring hier was. Relict of Mana Shield. Change to hit plus 22%, Hit Steals 1% Mana. Nee. Zu viele Fallschirme, du hast Müll gefunden. Ich habe hier eine Armor mit 15. Was soll ich denn damit? Allerdings hat die noch minus 8 Damage von Enemies. Und Feuerresistent 36%. Schön, meine hat 36 und minus 7 Damage von Enemies. Von daher. Ja, die hat minus 8. Ja, toll, aber für die Armor-Klasse deutlich niedriger. Ja. Das schon, ja. Was
kommt denn da angelaufen? Noch ein Boss. Alter, ihr alter Basi. Blockslayer. Oh weia. Die hauen jetzt noch viel böser rein. Das wird unangenehm. Ah, zum Glück sind wir hier gleich am Portal. Können wir unser Heilportal nicht direkt neben den Heiler stellen? Das würden wir einen halben Meter Weg ersparen. Ich fessle mich ein. Auf mich einzukesseln. Alter, sind das viele. Und die sind alles so viel mächtiger als ich. Das geht gar nicht. Ich komm nicht mal up to town. Was mach ich denn da jetzt? Ach, ich weiß. Ich mach direkt so das... Direkt neben dem Aufgang zum zur Stadt mache ich ein Stadtportal. Damit ich nicht sterbe. Geh mal da rein in das Portal. Oh, ich hab's gut umgefunden. Mach ich gleich. Da verlierst du übrigens mehr Gold, ne? Greetings! Ja, ist das so? Ja. Dann mach ich's nicht. Scheinbar 20 Gold pro Level, das du bist, also Dungeon Level. Mhm. Heiler. Pepti. What ails you, my friend? Perpetuum mobile. Lass uns ein Mobile passen. Und wieder einer tot. So mächtig sind die gar nicht. Die töten mich zwar mit ein paar Schlägen, aber pff, Details. Was passiert aber, wenn ich von unten wieder in ein Portal gehe? Verschwindet das dann oder... Nein, tatsächlich nur, wenn ich von oben gehe. Brauchst du irgendwie Hilfe? Nö, oder? Nö. Ich überlege nur gerade, welche Rüstung ich hier anziehen soll. Du wechselst so ständig deine Rüstung. Wie viel hast du von diesen Dingern? Ich habe jetzt gerade 3. Man merkt, wer die Frau in dieser Beziehung ist. Wer nachts immer von mir vergewaltigt wird. Schwierig. Aber ich glaube, ich lasse mir die Rüstung an mit 47 Armor und 5 Damage von Enemies. Plus 5 Damage von Enemies. Also 47 klingt schon ganz gut. Wobei 23 und alle 8 zu allen Attributen ist natürlich auch nicht schlecht. Kann ich sagen, ich sehe die genauen Werte nicht. Ich teste das dann immer wegen hin und her. Ja, ich ja auch. Ach, ich gehe mal auf weniger Schaden. Oh, die haben 1300, die Gegner hier, toll. Jetzt langsam irgendwie die Sache unter Kontrolle. Fehlt mir doch schon diesen Ial da. Boah, what? Leg dir die anderen Sachen, lege ich dir mal hier hin. Vielleicht brauchst du die ja. Ich sehe gerade, ich sterbe gleich. Hm? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Guck's mir Kannst mal an. Kannst du die ansehen? Ich war eh kurz vorm Sterben. Mal gucken, was der cooles droppt. Wahrscheinlich wieder irgendwelchen Müll. What ails you, my friend? Oh, Level 7. Mal sehen, was hier so abgeht. Traumportal. Sehr gut. I can't use this yet. Ich habe keine 35 Magie. Ach so. Soll ich die wieder hinlegen oder? Nö, kannst verkaufen. Ich brauche die nicht. Scheiße, meine Rüstung sind alle kaputt. Hast du eine neue? Nee. Ich habe ja deinen Ring. Der gibt mir genug. Er liegt auf Recharging. Attribute. Kann ich auch nicht benutzen, toll.
kann hier nichts benutzen. Und ich sehe, scheinbar brauch ist das Base, das wonach die Ausrüstung geht. Toll. Irgendwie, keine Ahnung. Der hängt in der Treppe drin. Was soll denn das Mist? Du musst jetzt leider sterben, Boss. Champion, wie auch immer. Und er droppt mir einen Scheißstab, ich glaub's nicht. Das geht ja gar nicht. Hat eben keinen Sound, aber egal. Oh, Change to Hit, plus 30%. Toll, wenn ich Magier wäre, wäre das bestimmt ein toller Stab. Weil ich mich sowieso frage, warum ich Magier spielen soll, wenn hier sowieso alles irgendwie magieresistent und so ist. Ja, das ist schon ein bisschen imbalanced. Naja, vielleicht ist es inzwischen ja besser. Aber wir haben ja keinen, der Magier spielt. Ich denke, am leichtesten ist es, wenn du hier Krieger machst. Assassine, kannst du zwei Waffen tragen, oder? Keine Ahnung. Oh. Ich kann der Krieger das auch. Keine Ahnung. Du bist ja der Experte für Diablo. Hilfe! Also Bogenschutz ist keine gute Wahl. Du machst einfach nichts drauf. Ich let's play's nochmal alleine als Bogenschütze. Nee. Also im zweiten Teil sind die Bogenschützen ganz okay, aber hier sind die nicht so toll. Aber das konnte ich ja nie wissen. Assassine rockt. Oh, plus 12 zu Geschicklichkeit, Amulett. Du kannst übrigens brutal inzwischen wieder sicher betreten, meins. Nur rumlaufen würde ich nicht allzu weit. Nö, ich habe hier meine Welt 7, die ist gut. Ist mir schon stark genug.